Hallo Bernd, freue mich, dich hier interviewen zu dürfen auf dem One-Day-Meeting in Hannover. Du bist ja eigentlich bekannt als der Griechenland-Spezialist des alten Griechenlands, des antiken Griechenlands. Genau. Diesmal bist du aber nach Arabien gegangen, nach Saudi-Arabien eigentlich, ne, mit deinem Vortrag. Da steckt eine sehr interessante, aber auch lange Geschichte dahinter. Einfach mit dem Zusammentreffen Dr. Burgert vor 3 Jahren ist da was entstanden. Wir haben uns zunächst bewegt zwischen seinem Gebiet Sumer und meinem Gebiet Griechenland und haben da Querverbindungen festgestellt, sind dann aber schnell so weit gekommen, dass wir die Verbindungen auch in den Norden und in den Süden bis eben nach Ägypten ziehen konnten und von Ägypten aus dort die Geschichten ausgegraben haben und sind irgendwie auf den Jakob und seine Himmelsleiter gekommen, wo wir dann von dort aus eben vermutet haben, das müsste im Bereich Arabiens gelegen haben. Das war also in Burgard seine Idee, der hat mich auf die virtuelle Reise geschickt. Das ist dann mein Part auch in dem Buch. Ich habe dann die Stellen untersucht, die er als Jakobsweg festgemacht hat und bin dann nicht nur auf das gestoßen, was er gesucht hat, sondern eigentlich über unzählige, es müssen hunderttausende Symbole sein, die da in der Wüste liegen als kleine Steinsetzungen, als kleine Mäuerchen und absolut faszinierend, auch manche mit Symbolik, manche ohne, einfach Linien und das hat mich eine ganze Zeit lang beschäftigt. Ich habe mich da ein bisschen einen Alleingang gemacht, noch außerhalb des Buches und daraus ist eben dieser Vortrag dann jetzt letztendlich entstanden. Wie groß ist das Gebiet, von dem du da sprichst? Oh, das zieht sich über mehrere hundert Kilometer. Also im Prinzip kann man sagen, wenn man das oberste Drittel von Saudi-Arabien etwa weglässt, kann man die Symbolik runterverfolgen bis fast in den Jemen. Ist also ein riesiges Gebiet, für mich fast unüberschaubar. Ich muss auch zugeben, ich habe nicht in alle Gebiete überhaupt reingeschaut. Wo ich das aber stichprobenartig getan habe, bin ich immer auf irgendwas gestoßen, auf irgendwelche alten Relikte. Manche haben sich als doch etwas neuzeitlicher erwiesen oder gehen ins Mittelalter zurück, die noch von Halbnomaden da angewandt worden sind. Aber es gibt eben auch Steinsetzungen, die ein sehr, sehr hohes Alter haben. Also 8000 bis 6000 vor Christus ist die Datierung der Archäologie offiziell. Und also ein sehr spannendes Alter, was im alten Bereich des Alten Testaments spielt. Und genau nach dem hatte man ja gesucht mit Jakob und seiner Himmelsleiter. Genau. Faszinierend auch die Idee, diese Steinsetzungen als Verkehrssymbole oder als eine Art Luftrichtzeichen zu sehen für die Luftfahrt, für eine Antike. Ja, ja. Gerade eben noch ein interessanter Hinweis bekommen, in der Luftfahrt selbst gibt es wohl auch gepunktete Linien, die dann je nach Tiefe oder Nähe, wie man dran ist, dann unterschiedliche Perspektiven kriegt und die eben deutbar sind, sodass man die Entfernung abmessen kann, virtuell oder visuell eigentlich halt mit den Augen. Fand ich sehr spannend, weil ich ja immer diese gepunkteten Linien habe, die irgendwie ins Ziel führen. Und die eine Zeichnung, die ich gezeigt habe, war so was wie der Rosetta-Stein, der mir die Übersetzung lieferte, was es bedeuten kann. Nämlich, dass man hinweist auf bestimmte Berge, auf bestimmte Ziele, die hinter oder auf dem Berg liegen. Und eben, für was macht es Sinn? Eigentlich für niedrig fliegende Flugmaschinen. Nicht für welche, die ganz aus dem All kommen, da sind die wieder zu klein. Aber es macht eben auch keinen Sinn für die Fußgänger, die da unten auf der Erde wandelten. Die erkennen dieses große Ganze nicht. Die stehen vor einem Steinhaufen und der nächste Steinhaufen ist bereits in 40 Meter Entfernung. Das macht keinen so richtiger Sinn, da was draus zu schließen. Und die anderen Symboliken und Figuren sind ja zum Teil 350, 400 Meter groß. Da muss man sich schon deutlich vom Boden abheben, damit man das überhaupt in der Gänze erkennen kann. Und das macht die Sache umso spannender. Spannender. Ist das jetzt auch das Gebiet, wo du dich jetzt mehr noch befassen wirst in der nächsten Zeit? Es wird sicherlich so ein bisschen eine Leidenschaft bleiben. Es ist natürlich schade, Saudi-Arabien ist nicht gerade das Reiseziel für mich und Familie, das nicht vor Ort sehen zu können. Wobei ich da auch Enttäuschung vermute, weil man wird wahrscheinlich zu Fuß eben gar nicht so viel erkennen können. Ich werde dem sicherlich treu bleiben, schraube meine Forschungen aber jetzt ein bisschen nach hinten im Moment, weil ich das Buch jetzt 3 Jahre lang sehr intensiv betrieben habe und jetzt ein bisschen mehr Zeit noch wieder für Familie haben möchte.
Aber ich bin jetzt sehr gespannt schon, was an Impulsen jetzt auch vom Publikum zu mir kommt, die jetzt vielleicht manch einer selber anfängt forschen. Und das nehme ich doch dann gern auf, wenn man sagt, ich habe da was Tolles gefunden auf Koordinate X, dann nehme ich das sicherlich in meine Datenbank auf und bleibe an dem Thema dran. Danke, Bernd. Also man kann sich freuen auf die zukünftigen Ergebnisse aus dem Gericht. Lieben Dank. Ja, danke auch.